deswegen am besten in Deutschland arbeiten. Wir wissen, dass es nicht stimmt. Das Argument ist genauso hohl wie die gesamte Argumentation und eben leider Gottes meiner Ansicht nach voller, ja, man kann es nicht besser sagen, voller Unwahrheiten. Man hat eine Situation, die man nicht beherrscht, also sucht man nach Argumenten und hält sie so lange aufrecht, bis sie letztlich wie ein Kartenhaus an sich zusammenbrechen. Nicht umsonst deswegen hatten wir auch das bei der Haftoffensive den Slogan gewählt, es ist Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen. Wir werden von vorn bis hinten meiner Ansicht nach an vielen Stellen von der Regierung belogen. Es gibt so wie es den Fachkräftemangel in dieser Form, in dieser Höhe, wie er von Industrieverbänden über lange Jahre prognostiziert wurde, in der Form nicht gibt. Es gibt einen Fachkräftemangel, das ist richtig. Er ist regional und durchaus aber sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und gern wird dabei ja nicht nur vergessen, dass es innerhalb von Europa eine große Freizügigkeit für Arbeitnehmer gibt. Gern wird dabei eben auch vergessen, dass wir eine Pflicht zur Qualifizierung der eigenen Bevölkerung haben. Und diese Qualifizierung setzt auch nicht erst dann ein, wenn die Langzeitarbeitslosigkeit schon lange immanent ist, sondern letztlich setzt sie da an, wo sie die Baden-Württemberg zu Recht die rot-grüne Regierung kritisieren, in der Schule, dort wo wir Schulabbrecherquoten haben, dort wo selbst Schulabgänger mit Abschluss nicht mehr in der Lage sind, ordentlich deutsche Sätze zu schreiben und Bruchrechnung oder Prozentrechnung beherrschen, schon da ist die Ursache dafür gelegt, dass wir hinterher Probleme auf dem Arbeitsmarkt bekommen. Und das wird gerne zur Seite gedrückt und dann dafür das Geld umzusetzen. Seit Jahren als ein Kampf zwischen, also der Kampf zwischen links und rechts, zu den sogenannten, als ein Kampf zwischen Gut und Böse geführt wird. Und die Semantik hat da in den Medien durchaus einiges erreicht. Die CDU war früher eine rechte demokratische Partei. Sie hat den Gang nach links angetreten, so sagen das auch alle Politikforscher. Deswegen ist da, wo sie mal war, natürlich ein politisches Vakuum entstanden. Das Problem ist nur, dass mit einem Sprachgebrauch, bei dem mit rechts automatisch rechtsextrem oder mindestens rechtsradikal assoziiert wird, weswegen ja auch große Internetportale den Kampf gegen rechts ausgerufen haben, der Bürger automatisch das assoziiert. Und deswegen, dass Etikette rechts eins in Deutschland ist, von dem man sich, wenn man politisch erfolgreich sein will, zumindest fernhält. Trotzdem wird uns zugeschrieben, ob wir wollen oder nicht. Ich glaube, wir müssen immer wieder darauf zurückkommen, dass die Diskussion völlig am Kern vorbeigeht und dass wir letztlich fragen müssen, welche Themen wollen wir diskutieren, wer hat einen Lösungsvorschlag anzubieten und am Ende müssen wir sehen, ob es funktioniert. Deswegen diese Rechts- und Links-Kategorie, die können wir versuchen zu ignorieren. Wir werden sie nicht ignorieren können. Ich glaube, nur eins muss ganz klar sein, dass die Angst der deutschen Bevölkerung, und da, die ist im Westen noch stärker ausgeprägt als im Osten, davor rechts marginalisiert und stigmatisiert zu werden, dass die groß ist und dass viele Parteien, die es nicht geschafft haben, die mitzunehmen, dass die es am Ende politisch auch nicht geschafft haben. Und das ist eine Gefahr, der man sich bewusst sein muss. Und deswegen ist es für die AfD so wichtig, dass sie eben nicht nur laut ist, sondern dass sie trotzdem noch sachlich argumentieren kann, weil viele in CDU, FDP und selbst in der SPD, wenn ich an den Magdeburger Bürgermeister Trümper denke, mit dem ich neulich in der Talkshow saß, erkannt haben, dass die Themen, die wir ansprechen, die Themen sind, die aktuell total brennen und dass es dann auch letztlich egal sein muss, woher der Vorschlag kommt. Hauptsache, es gibt einen Vorschlag, über den man ernsthaft diskutieren kann. Woher die Ideen dann kamen. Ich kann sagen, im Landtag stimmen wir auch durchaus bei Anträgen der Linken oder der Grünen zu. Da haben wir keine Schmerzen, wenn der Antrag und der Vorschlag stimmen. Wir müssen weg, gerade in Deutschland, von der Koalitions-
verboten ist, mit anderen Parteien zusammenzuarbeiten. Gerade in der Schweiz ist es sehr viel üblicher, dass die Parteien untereinander nicht miteinander von vornherein koalieren, sondern letztlich das praktizieren, was es in Skandinavien früher auch viel häufiger gegeben hat, dass man Minderheitenregierungen toleriert und dass es das System der wechselnden Mehrheiten gibt. Und deswegen ist die AfD auch gut beraten, das wissen Sie aber selbst, das muss ich Ihnen sagen, wenn Sie dann im Landtag sind, sich nicht in eine Regierungskoalition möglichst zwingen zu lassen, weil das für die AfD politisch hochgefährlich ist, mit einem zu starken Partner, der dazu die Kniffe der parlamentarischen Arbeit kennt, laufen wir ganz große Gefahr, unser eigenes Profil innerhalb von wenigen Jahren wieder zu verlieren. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass die anderen Fraktionen, mal abgesehen davon, dass uns eh keiner wollte am Anfang, eben Opposition sind. Und ich sehe uns auch im Übrigen im Deutschen Bundestag zuerst ein paar Jahre in der Opposition, bevor wir in die Regierung kommen können. Dass wir wirken, sehen wir ja auch so. Denn die Vorschläge, die jetzt diskutiert werden, wenn auch halbherzig in Berlin, sind letztlich die Vorschläge, die wir vor Monaten gemacht haben. Also keine Angst. Ich habe vier Wortmeldungen jetzt in der Reihenfolge 1, 2, 3 und bitte danach sich wieder einmal zu melden. Also 1. Ich habe gleich zwei Fragen. Die erste Frage ist, wir haben wahnsinnigen Fachkräftemangel im Land, fast 3 Millionen Arbeitslose und mit Sicherheit auch noch 3 Millionen Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen. Was gedenken Sie vorzuschlagen oder zu tun, damit diese Leute wieder ins normale Berufsleben zurückgenommen werden können? Die zweite Frage ist, es hat ja diese Abspaltung gegeben, vielleicht sagen Sie uns jetzt etwas über diese abgespaltene Partei AfD, denn man kann ja lesen in gewissen Portalen der Grünen und der Linken, dass wir ein gewisser Rest werden von dieser Ehe. Von gewissen Rechtsradikalen, die sich jetzt bemühen, wieder verstärkt. Gut, ich beantworte die zweite Frage mal zuerst, weil sie definitiv die einfachere ist. Die erste daran wäre, was sind die Klagelagen in Zukunft? Ja, also es hat Austritte gegeben in substanzieller Höhe im Sommer. Wir haben geschätzt bis zu 20%, es waren am Ende über 20%. Die spielen politisch aber keine Rolle. Das werden Sie in Baden-Württemberg auch merken. Und ich gehe davon aus, dass nach der Baden-Württemberg-Wahl das Phänomen der Abgespaltenen, der Weggerufenen, die dann die AfD verlassen haben, weitgehend erledigt haben wird. Das ist auch ein Thema, das wir in der Öffentlichkeit gar nicht besonders diskutieren, weil es politisch keine Rolle mehr spielt, auch wenn ab und zu bei Drucke noch ein Artikel im Fokus oder in der Welt oder sonst wo kommt. Das war eigentlich vorher klar. Die AfD ist das Original. Und die Strategie, eine neue Partei zu diffamieren und am besten nach rechts zu verorten, nach rechtsextremen zu verorten, das ist eine Strategie, die kannten wir schon, bevor es die AfD überhaupt gegeben hat. Ich weiß nicht, wie oft ich die Geschichte schon erzählt habe, als wir am 20. Januar 2013 zusammensaßen und dort letztlich über die Gründung einer neuen Partei beschlossen haben, das war anlässlich der niedersächsischen Landtagswahl, wir saßen also in Hannover, da haben wir gefragt, was wird denn passieren, wenn es eine neue Partei gibt. Wir waren uns sehr einig in diesem Raum mit ca. 30 Leuten, dass man aufgrund der Eurokritik die neue Partei versuchen würde, mit der Rechtskeule zu diffamieren. Und nachdem das am Anfang gar nicht passiert ist, im Verlauf immer wieder versucht wurde, war völlig klar, dass das jetzt eine Strategie sein wird, die verstärkt fortgesetzt werden wird. Richten Sie sich darauf ein, dass diese Art der Diffamierung in den nächsten Monaten bis 2017 mindestens fortgesetzt wird. Und dass, wenn es diese Strategie nicht ist, die man fährt, dass dann die Spaltungsstrategie sein wird. Also wie man jetzt wieder einmal versucht, eine Spaltung herbeizuschreiben, wird man das in gleichem Maße mit der Rechtsverordnung der Partei versuchen. Da müssen wir relativ gelassen drüberstehen. Und eines möchte ich Ihnen gern ans Herz legen. Ich erlebe immer wieder, dass wir Zuschriften von Förderern, von Interessierten und auch von vielen Mitgliedern erhalten, die sagen, um Himmels Willen, was habt ihr gemacht? Ich habe in der Zeitung gelesen. Da sage ich mal, liebe Leute, wer heute noch glaubt, was in der Zeitung steht, der hat es echt nicht gemacht. Wir müssen deswegen jetzt nicht Lügenpresse skandieren, das meine ich nicht. Das ist natürlich richtig, es wird tendenziös berichtet. Aber zuallererst, finde ich, müssen wir unseren eigenen gesunden Menschenverstand einstellen.
einschalten. Und wenn wir wissen, dass die Berichterstattung häufig keine Berichterstattung ist, sondern eine Kommentierung, die von einer Berichterstattung kaum noch zu unterscheiden ist, wenn wir wissen, dass auch bei der Euro-Krise letztlich häufig so berichtet wurde, dass es dem Mainstream gefiel, aber nicht den kritischen Bürgern, dann müssen wir die gleiche Kritik auch bei Berichten oder Artikeln über unsere eigene Partei anwenden. Und ich kann Ihnen sagen, das funktioniert häufig nicht sehr gut. Am Ende erleben wir eine interessante Rückkopplung über Zeitungsberichte auf das innerparteiliche Geschehen. Also häufig hilft es dann vielleicht gar nicht zu lesen, was da steht. Und ich kann Ihnen nur sagen, wir werden im Vorstand weiterhin dafür sorgen, dass wir einen verantwortungsvollen Umgang mit solchen Berichten betreiben. Aber bei einer Partei von fast 20.000 Mitgliedern werden Sie nicht jedem das Wort verbieten können und wollen, vor allem nicht wollen. Es fehlt leider häufig aber innerhalb unserer jungen Partei auch an Disziplin, dann einfach gegenüber Journalisten den Mund zu halten. Das betrifft vor allem Funktionäre, insofern fühlen Sie sich ja gar nicht zu sehr angesprochen, aber tun Sie mir einen Gefallen, glauben Sie nicht alles, was da steht. Und nun die erste Frage, Sie fragen nach den prekären Beschäftigungsverhältnissen, wie wir die zurück in Arbeit bringen wollen. Nun ja, also die AfD ist auf dem sozialpolitischen Feld noch nicht sehr stark entwickelt, das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu. Wir diskutieren in unseren Bundesfachausschüssen diverse Vorschläge. Wenn ich Ihnen jetzt mit dem Konzept der negativen Einkommenssteuer komme, dann mag das manchen gefallen, manchen auch nicht gefallen. Letztendlich geht es um mehrere Dinge. Es geht darum, dass wir als allererstes das Abstandsgebot zwischen denjenigen, die staatliche Leistungen erhalten und denen, die arbeiten, wieder vergrößern müssen. Das besteht nämlich nicht mehr in ausreichendem Maße. Mehr substanziell übrig haben, als der nicht arbeitet. Und dann kann es nicht immer nur um die Erhöhung von Hartz IV-Sätzen gehen, dann muss es darum gehen, dass es durchaus eine staatliche Grundsicherung, die man ihnen geben kann, aber die muss so ausgelegt sein, dass ab dem ersten Euro, der verdient wird, davon so viel übrig bleibt, dass man sich eben entscheidet, eher arbeiten zu gehen, als zu Hause zu bleiben. Und wenn man jetzt die beiden Systeme nebeneinander sieht, das sogenannte bedingungslose Grundeinkommen, das von vielen abgelehnt wird, allein aufgrund des Namens, und das System der negativen Einkommensteuer auf der anderen und sie übereinander legt, da wird man viele Gemeinsamkeiten feststellen. Entscheidend sind für mich eben zwei Dinge. Ein Aspekt habe ich genannt, Abstandsgebot. Und der zweite Aspekt ist, dass die Verwaltung, die dazu notwendig ist, ein derartiges Sozialsystem aufrechtzuerhalten, dass die viel, viel schlanker aussehen muss als heutzutage. Denn was Hartz IV ja produziert, ist massig Aufwand für deutsche Behörden. Das heißt, das müssen wir reduzieren. Das wäre unter anderem dann gegeben, wenn es eine gewisse Summe an Sozialleistungen gäbe, bei der nicht überprüft werden muss, ob derjenige bedürftig ist oder nicht, ob Zusatzeinkommen angerechnet werden muss oder nicht. Dann würden wir erreichen, dass wir einen inneren Fachkräftezustrom erleben, indem wir Bürger oder Bedienstete aus vielen Behörden, die mit nichts anderem beschäftigt sind, zu kontrollieren, ob jemand anspruchsberechtigt ist oder nicht. Denn wenn wir die einsetzen könnten, um tatsächlich in anderen Bereichen der Gesellschaft, der Wirtschaft zu arbeiten, dann hätten wir das Problem, von dem wir aktuell berichten, wahrscheinlich nur zu einem sehr viel geringeren Umfang. Das ist schon kein ausgereiftes Konzept, das gebe ich gerne zu, aber diese beiden Konzepte, Namen habe ich genannt, bedingungsloses Grundeinkommen und negative Einkommensteuer, werden diskutiert innerhalb der AfD. Ob wir sie im kommenden Jahr schon verabschieden können, da bin ich ein bisschen unsicher, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, der Herr mit dem helleren Hemd. Diskussionsstand wiederzugeben, denn Sie wissen ja, noch haben wir kein Grundsatzprogramm.
das Problem beschreiben ganz genau, es wird jetzt Geld ausgegeben, von dem man sagt, es sei da. Wir sind uns aber einig darüber, dass das Geld, das jetzt ausgegeben wird, genauso wenig da ist, wie anderes Geld, das auf Pump ausgegeben wird. Das heißt, wir leben weiterhin auf Kosten der zukünftigen Generation, wenn wir jetzt mehr ausgeben, als eigentlich da ist. Und natürlich würde ein Rentner mit gleichem Recht fragen, warum soll für uns dieses Nicht-Geld auf Kosten der zukünftigen Generation nicht ausgegeben werden, wenn es zum Beispiel jetzt für Asylbewerber ausgegeben wird. Ich glaube, wenn wir, da geht es an die grundsätzliche Frage, wie wollen wir mit Staatsschulden umgehen? So wie viele andere Länder in Europa dann umgehen, zu sagen, völlig egal, nach uns die Sinnflut, der Währungsschritt kommt irgendwann, wollten wir Deutschen eigentlich nicht umgehen. Deswegen gibt es diverse Schuldenbremsen in diversen, nicht nur im Bund, sondern auch in den Bundesländern. Was die Rente angeht, glaube ich, werden wir erst dann eine Besserung erfahren. Das ist, glaube ich, die bittere Wahrheit, wenn wir es schaffen, zu einem System zurückzukommen, in dem die Summe der Einzahler wieder ausreichend groß ist, um die Summe der Auszahler zu bewältigen. Dieses System der Umlagerente ist de facto kaputt. Das heißt, bei der Zwischenzeit, in der das nicht gewährleistet ist, können wir letztlich nur steuerlich nachsteuern. Das wird ja bereits getan, jetzt, selbst jetzt erhält die Rente bereits steuerliche Zuschüsse. Wenn wir also Altersarmut verhindern wollen, gibt es mehrere Wege. Ich glaube auch, das Thema der Währungspolitik sollte man dabei nicht vernachlässigen. Denn warum können Rentner mit ihrer Rente heutzutage nicht mehr das kaufen, was sie vor 20 Jahren noch kaufen konnten? Weil unsere Währung insgesamt einen Kaufkraftverlust hinnehmen musste, der auch weiterhin fortbesteht, je weiter sich die Eurokrise fortsetzt. Das heißt, wir haben auf mehreren Ebenen was zu tun. Wir haben die Währungspolitik zu reformieren, wir haben das Sozialsystem auch da zu reformieren, denn weiter steigende Leistungen insgesamt treiben auch die Preisspirale nach oben. Und wir werden wahrscheinlich für viele Rentner in den kommenden Jahrzehnten steuerliche Zuschüsse zahlen müssen, wenn Altersarmut nicht in der Weise fortzusetzen ist. Alles belastet die staatlichen Kassen. Insofern sieht es aber relativ düster aus und wir müssen parallel dafür arbeiten oder dafür sorgen, dass die Bevölkerungsentwicklung wieder eine ist, die eine Umlagerente ermöglicht. Die Kapitalgedeckte kann man ja gerne versuchen, das haben viele von uns ja auch getan, und wenn der Kapitalmarkt zusammenbricht, das wissen wir auch, dann ist niemand da, diese Anlage am Ende kaufen will, wenn man sie verkaufen will. Das heißt, drastisch gesagt, und das stand glaube ich 2013 auch schon mal in der Zeitung, werden wir auf weitere Rentenkürzungen zulaufen. Ich glaube nicht, dass man den Leuten vermitteln wollte, dass alles mit der Rente besser wird. Ich glaube, wir werden insgesamt darauf einstellen müssen, dass die Zahl der Bedürftigen, die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland noch größer wird, als sie bisher ist. Und das kann man eben nur zum Teil kompensieren, wenn der Staat einspringt. Aber jetzt hier vorne, Gesellschaft tatsächlich auch gute junge Leute, bevor sie in die Berufsausbildung gehen, sich ein Jahr für die Gesellschaft engagieren.
volle Zustimmung. Was die anderen Parteien so erfolgreich in den letzten Jahren versucht haben,
auch zu sagen, ihr habt alle gar keine Probleme. Alles ist wunderbar, wenn ihr Mutti Nagel nur machen lässt. Und jetzt sehen wir, dass das nicht funktioniert. Haben möchte und eine Frage, ich muss ein bisschen ausführen, weil sie entscheidend für das Verständnis auch von politischen Konflikten ist. Wir haben in Deutschland einen wachsenden Anteil von Bürgern, die gar nicht mehr daran glauben, dass Wahlen irgendetwas ändern. Angefangen von tatsächlichen oder angeblichen Wahlmanipulationen, kleinerer oder größerer Sorte, die nicht mal auszählbar weiß, wie das funktioniert. Wir haben es im Reden gerade auch wieder erlebt, wo Stimmen plötzlich ungültig sind oder nicht mehr auftauchen. Also es gibt ein weites Spektrum an Möglichkeiten, auch die Demokratie ein bisschen zu behindern. Also es gibt eine wachsende Anzahl von Bürgern, die gar nicht mehr daran glauben, dass Wahlen etwas verändern können. Wenn wir aber als AfD daran glauben, dass Wahlen etwas verändern können, ich stünde nicht hier, wenn ich nicht daran noch glaubte, dann würden wir uns den Aufwand nämlich sparen und zu Hause bleiben, dann müssen wir die gewinnen, die noch zu Wahlen gehen. Und das sind eben in der Regel Bürger, die etwas genauer hingucken als andere. Es gibt auch die, die es gar nicht mehr interessiert. Und deswegen, wenn wir das noch glauben und eben nicht glauben, dass die Änderung oder die Lösung der gesellschaftlichen Probleme am Ende durch einen Umsturz passieren kann, das sind die, die nicht mehr an Wahlen glauben, dann müssen wir, ob wir wollen oder nicht, eben auch auf die Befindlichkeiten der Bürger Rücksicht nehmen. Und die, die schon begriffen haben, dass es schief läuft, die kann man mit immer schärferen Parolen natürlich kräftig aufheizen. Ob das aber unsere Aufgabe der derzeitigen Lage ist, das mag ich arg bezweifeln. Deswegen kann man gern seine eigene Klientel mitnehmen, indem man auch ein bisschen schärfer wird. Aber ich glaube, die Hauptaufgabe liegt eben nicht darin, denen gut zu tun und die zu streicheln. Das müssen die eigenen Mitglieder aus eigenem Antrieb tun. Wir müssen die gewinnen, die wir noch nicht haben. Und dafür ist politische Vorsicht und Fingerspitzengefühl vonnöten und eine gemeinsame Strategie. Und deswegen bin ich guter Hoffnung, dass wir die gemeinsame Strategie finden werden, auch mit Björn Höcke. Und wir haben dazu eigentlich zu sagen, die AfD will. Hat er so verstanden, wie Sie das gerade ausführen? Ja? Also, er hat mir gegenüber das zugegeben und ich habe mir gegenüber auch gegenüber anderen AfD-Vorstandsmitgliedern, dass er Fehler gemacht hat. Jetzt wollen wir sehen, wie wir in den nächsten Wochen und Monaten zu einer weiteren Strategie kommen, da Mensch und Emotionen und auch Eitelkeiten überwinden kann und sagen, geht das aber nicht immer so schnell, wie man will. Also, seien Sie auch ruhig, die AfD wird fortbestehen, die Grünen haben auch eine Weile gebraucht, das wird uns auch eine Weile dauern. Wird eine etablierte Partei sein. Hoffentlich mit 20%, das wünsche ich Ihnen. Wichtiger wäre doch, um Veränderungen durchzusetzen, wenn wir Aktivistik und nicht eine direkte Demokratie haben würden. Und das sollte eigentlich das Hauptziel der AfD sein. Man könnte auch sagen, eigentlich muss die AfD dafür sein, sich überflüssig zu machen. Eine Partei möchte ich eigentlich gar nicht wählen müssen. Ich möchte nur als Bürger endlich wieder entscheiden dürfen, über die Probleme in diesem Land, und zwar ganz direkt, wenn es wichtig ist. Ja, deswegen wünsche ich eigentlich schon, dass die AfD sich an die Spitze mehr oder weniger einer Bewegung stellt, die einfach für eine direkte Demokratie und für volle Abstimmung ist. Jawohl. Aber ich kann, wenn das hier im Raum noch nicht bei allen bekannt ist, dann Ihnen versichern, dass die AfD selbstverständlich als einer ihrer Hauptpunkte im Programm von Anfang an die Förderung von plebisziten Volksentscheiden hat. Das ist klassische Aufgabe der Opposition. Ich hoffe nur, weil ich bin mir relativ sicher, dass die AfD diese Forderung sehr viel ernster nimmt als manche andere Oppositionsparteien. Sie erinnern sich vielleicht noch, dass die Linke das nach der Bundestagswahl auch mal kurz gefordert und dann diese Forderung gleich wieder fallen gelassen hat. Ziel muss sein, die parlamentarische Demokratie durch Volksentscheide, durch Referenden zu ergänzen und noch viel wichtiger oder mindestens ja, oder gleich wichtig, die Möglichkeit von Gesetzesabschaffungen und auch Gesetzesinitiativen als Referenden zu ermöglichen. Denn wenn Parlamentarier Sorge haben müssen, dass das Volk, ich kürze das mal, ein Gesetz wieder kassiert, das im Parlament gemacht haben, dann werden Sie sich sehr viel besser überlegen, ob und welches Gesetz Sie machen. Da gibt es vielfältige Untersuchungen darüber, dass
die direkte Demokratie eine hervorragende Ergänzung zur parlamentarischen Demokratie ist und man eben nicht durch die Forderung nach mehr direkter Demokratie dem parlamentarischen System feindlich gegenübersteht. Beide zusammen geben das Optimum, das machen uns die Schweizer vor, auch wenn das nicht heißt, dass die Wahlbeteiligung in der Schweiz immer höher sind, aber die Leute gehen zu ihren Abstimmungen, zwar nicht zu einem 70er, wie viel sind jedes Jahr oder gar noch mehr, aber sie wählen mit, die Volksentscheide führen dazu, dass die Schweizer sich sehr viel stärker mit ihrem Staat über einen langen Zeitraum identifiziert haben, als wir in Deutschland. Also ja, wir müssen rein, aber es wird dauern. Insofern, es gibt keine schnellen Lösungen der Demokratie. Aus organisatorischen Gründen und mit Blick auf die Uhr kann ich nur noch 5 Fragen zulassen, habe aber schon noch 2 Meldungen. Und zwar da im hinteren Bereich war einer, da habe ich da die 2., 3., 4., 5. Ich laufe auch nicht gleich weg. Ja. Also. Hallo, Frau Petri. Florian, ist mein Name? Ich stehe schon hier. Einige langsam, damit ich sie höre. Ja, und zwar folgende Frage hätte ich. Meiner Meinung nach ist ja die ganze Geschichte, was hier läuft mit den ganzen Asylbewerbern und so weiter und so fort, hat ja aus dem ursprünglich in den Kriegen von Amerika und die Arbeiter, was die Amerikaner so machen, ist eine weitere Eingrenzung von Russland mit Atomwaffen. Hier wird massiv atomar aufgerüstet. Und da wollte ich fragen, ob Sie dazu etwas sagen können, auch zu der Geschichte, dass Frau Merkel weiterhin gegen Assad arbeitet, obwohl meiner Meinung nach der Assad die einzige Lösung ist für den Frieden in der Zukunft von Syrien. Und ich meine, dazu gehört inzwischen auch mehr viel Weitblick dazu, um zu sehen, dass das, was wir gerade in Europa erleben, letztlich ein Ergebnis von auch wieder externen, durchaus angeheizten Konflikten ist. Und die Geopolitik gerade der Amerikaner über die letzten Jahrzehnte zeigt, dass man häufig irgendeine Guerillatruppe unterstützt hat, die dann eine Regierung kam und dann der nächste Bürgerkrieg folgt, dass man häufig die kulturellen Gegebenheiten vor Ort nicht kennt und dass sozusagen dass eine Folge von fortgesetzten Bürgerkriegen dann fast die Regel ist. Ja, natürlich in Syrien oder auch in Libyen, die Amerikaner sind an fast jedem Konflikt beteiligt, die Ukraine müssen wir auch nicht außen vor lassen. Das ist eine Problem. Auch die Russen betreiben Geopolitik. Also meine, fast jede größere Macht betreibt Geopolitik, nur die Deutschen sind der Meinung, sie brauchen keine souveräne Außenpolitik zu machen. Wir machen sie maximal auf wirtschaftlichem Gebiet, nur inwieweit die Interessen unserer großen Wirtschaftsunternehmen identisch sind mit den Interessen der Steuerzahler. Das wäre alleine ein Abend für das Thema. Wir wissen, sie sind das häufig nicht. Da müssen wir nur das Freihandelsabkommen einhalten. Also ja, es ist völlig klar, dass die Konflikte, die wir außerhalb Europas erleben, dass die natürlich auch durchaus von den Amerikanern, von den Russen mit befördert werden. Dass Deutschland einen massiven Fehler daran macht, sich zu stark an die Amerikaner zu binden, wo das Gleichgewicht mit den Russen weitgehend außen vor lässt. Man hat manchmal das Gefühl, dass es einzelne Teile der Bundesregierung gibt, die das durchaus erkennen, aber die Gesamtstrategie ist eben ganz stark NATO-orientiert. Ich sage auch ganz klar, und das betrifft meine eigene Geschichte, nur von den Russen abhängig zu sein, ist definitiv nicht die Alternative. Also es gibt keine guten Partner und keine schlechten Partner an der Stelle. Also, wie man sagt, Staaten haben keine Freunde, nur Interessen. Was ich von der deutschen Bundesregierung erwarte, ist, dass sie überhaupt eigene Interessen formuliert. Das sind die europäischen Interessen, funktioniert ja auch nicht. Denn wann immer es einen Konflikt gibt, dann zerfällt die Europäische Union in die alten gefühlten Entente-Konstellationen. Dann sind die Polen bei den Briten und die Franzosen lieber da, wo schon mal eine französische Kolonie war. Das funktioniert einfach auf die Art und Weise noch lange nicht. Deswegen müssen wir von der europäischen Außenpolitik, glaube ich, auch aktuell nicht träumen und tun wir vielleicht auch sowieso nicht. Was Assad angeht, dass man dort ein Land destabilisiert hat, dass man dort ein friedliches Zusammenleben von Religionen beendet hat, was über lange, lange Jahre funktioniert hat, auch das ist keine Tatsache mehr, die man nicht aussprechen darf. Sicherlich ist Assad kein lupenreiner Demokrat, genauso wenig wie Putin auch einer ist. Oder Merkel. Dass Obama einer wäre, Merkel einer wäre. Ganz klar.
Soldaten im Ausland eingesetzt werden, wie es in den letzten Jahren immer wieder passiert ist. Wir haben einen reinen Verteidigungsauftrag. Wahrscheinlich einen deutschen Frühling erleben nächstes Jahr, wenn es so weitergeht. Glauben Sie wirklich, dass die momentane Regierung es schafft, bis 2017 durchzuhalten? Und meine Frage an dieser Stelle ist an Sie, ist die AfD als junge Partei überhaupt stark genug, eventuell an einer Übergangsregierung mitzuhelfen? Ja. Also ich glaube, dass der Zustand, so wie Sie vorhin... Eine Übergangsregierung wird von denen gebildet, die jetzt im Parlament sitzen. Da sind wir nicht dabei.
dabei. Ja? Also ich halte es, wenn es sich in der Art und Weise fortsetzt und die Lage eskaliert, glaube ich auch, dass die Chancen, dass die Wahl nicht erst 2017 stattfinden, durchaus mit jedem Monat wachsen. Auf der anderen Seite wissen wir um die Geduld der deutschen Bevölkerung. Ja? Also da machen wir uns mal nichts vor. Bis die Baden-Württemberger auf die Straße gehen und für Neuwahlen demonstrieren, dauert es, glaube ich, auch noch. Das ist zum anderen
Herr Thomas Walker, der in Eppendorf. Thank you.